Hi, hier ist Ulrike und ich habe heute die Johanna hier dabei. Hey, hallo Johanna. Und Johanna hat bei mir im Trance-Tanz teilgenommen. Jetzt erst vor kurzem im Sommerretreat in Buddhas Weg und möchte über ihre Erfahrungen ja, ein bisschen erzählen. Und aber zuerst mag ich Johanna überhaupt erstmal einladen, sich selbst vorzustellen. So, ja, liebe Johanna. Ja, hallo, ich bin Johanna, ich bin 27 Jahre alt, ich bin aus Heidelberg, wohne aber zurzeit in Buddhasweg seit April, weil ich in einer kompletten Umbruchphase war irgendwie. Ich habe meinen Job gekündigt, war in der Trennung. Genau, und jetzt bin ich hierher gekommen, habe viele Sachen mitgenommen hier und eben unter anderem durfte ich den Trance-Tanz machen mit der Ulrike. Ja, und es war Genau. eine ziemlich coole Erfahrung. Ja, das war, muss man dazu sagen, dass es natürlich auch sehr viele Leute waren, die hier getanzt haben während des Sommerretreats. Und das wirklich Schöne ist, dass das der erste Trance-Tanz von Johanna war. Und magst du einfach mal davon erzählen, so wie so diese, ja, wie das so für dich sozusagen auch abgelaufen ist, was du da erlebt hast sozusagen und auch was dann sozusagen auch für eine Entscheidung dann auch daraus resultiert hat, weil das Ja. jetzt wirklich super spannend gerade Ja. hier. Also dadurch, dass ich nicht wusste, wie mein Leben jetzt eigentlich weitergeht, weil eben der Job weg und genau, und dann habe ich diesen Tanz gemacht und am Anfang hat Ulrike gesagt, wir können eine Frage stellen. Und dann habe ich überlegt, ja, was will ich fragen? Und dann kam ich auf die Idee zu fragen, einfach wie es weitergeht. Und dann haben wir angefangen zu tanzen. Irgendwann in der Mitte des Tanzes war so ein Lied, das mich erinnert hat an einen Film, der Into the Wild heißt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den. Und da, genau, da geht der Hauptdarsteller auf den Fluss mit dem Kanu und fährt los. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist eine coole Sache. Und ich wollte immer wandern gehen. Aber irgendwie hat mich nicht ganz so mitgenommen, das mit dem Wandern. Und dann habe ich, genau, das mit dem Kanu fahren hat mich dann so inspiriert und gesagt, okay, das ist irgendwie voll mein Ding. Und dann habe ich beschlossen, dass ich jetzt auf Kanu-Wandertour gehe. Yay! Ja. Ja, oh, ich finde es so stark und das wirklich Spannende ist, dass sie schon nächste Woche startet und der Trance-Tanz ist, warte, ich glaube 9 Tage oder Ja, so, 2 Wochen knapp 2 Wochen. maximal, ja. Also so zack, zack, wirklich Vision empfangen im Trance-Tanz, Entscheidung getroffen Ja. und jetzt setzt sie das halt auch 1:1 um und ja, das beglückt mich natürlich auch total, weil ich denke, das ist wirklich, was der Trance-Tanz alles sein kann. Also man kann da wirklich mit ganz tiefen Erfahrungen und Erkenntnissen auch rausgehen, die sich wirklich komplett auf das Leben auswirken und natürlich auch ja, eine große Veränderung auch hervorrufen können. Und genau, Johanna, dein bisheriger Weg sah ja auch ein bisschen anders aus. Ja, auf Also du jeden bist ja Fall. auch nicht immer in Buddhas Weg gewesen, Ja. so, ne? Ja, ich war oder bin immer noch Kickbox-Weltmeisterin. Ja, ich bin, also es war auch mein Job sozusagen. Also ich war Geschäftsleitung in dem Laden, wo ich auch trainiert habe, im Boxgymnasium in Heidelberg. Und genau, und jetzt habe ich aber irgendwie, dadurch, dass ich hier angefangen habe zu leben, also dass ich hier gewohnt habe im Buddhasweg, habe ich das jetzt alles ein bisschen runtergefahren und mir einfach eine Pause zu gönnen. Genau, und dann habe ich eben gesucht, wie es weitergeht. Und das konnte ich im Trance-Tanz finden. Ja. Ja. Ja, und das freut mich auch total für Johanna, weil es ist wirklich ihre allererste Trance-Tanz-Erfahrung überhaupt gewesen. Und ja, das ist so schön, einfach, dass sie ja wirklich auch mit einer Hingabe auch da reingegangen ist und dann natürlich auch beschenkt wird vom Trance-Tanz. Ja, die Ulrike und die haben es auch gut gemacht, fand ich. Die haben uns am Anfang, also ihr habt uns am Anfang echt so die Angst genommen und auch gesagt, dass wir loslassen sollen, dass wir locker sein sollen. Und ja, ich glaube, dadurch, dass die ganzen Teilnehmer dann konnten wir, also es ging auf jeden Fall sehr gut bei den beiden. Das war cool, ja. Ja, das freut mich auch total. Und genau, die Johanna ist eine andere Johanna, mit der ich auch Mitte September ein echt schönes Seminar geben werde, hier in Buddhas Weg, ein Wochenendseminar zum Thema Klarheit, Authentizität und Lebendigkeit. Und da bringen wir Trance-Tanz und Meditation zusammen, auch noch gepaart mit ein paar Übungen aus der Gestalttherapie. Also das wird auch eine ganz wunderbare Reise. Ja, also ich kann es nur Alright. empfehlen. Ich bin da reingegangen, ich wusste gar nicht, was mich erwartet und es war richtig cool.
Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung und bin total gespannt, wie es losgeht und weitergeht und was ich so erleben werde. Also ich wünsche dir auch eine super schöne, spannende Reise. Also sie wird auch in Frankreich ein paar Flüsse runter paddeln. Und ich interviewe dich total gerne nach der Reise wieder. Ja, ich oder während der Reise, wer weiß. Ja, ich poste auch mal ein paar so Fotos auf meinem Instagram-Account. Ah, wie heißt du da? Johanna Kruse unterstrich. Also wenn ihr euch interessiert, könnt ihr mal ein bisschen verfolgen, was ich so treibe. Ja, genau. Alright, das war's schon. Cool. Vielen Dank. Danke dir. Ja. Und bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Ciao.